Hallo meine lieben YouTube-Freunde, willkommen zurück hier beim alten Sachsen. Und zwar ist wieder beim Landwirtschaftssimulator Albine DLC Projekt Bergweide. Genau, und wo wollen wir heute weitermachen? Wir wollen erstmal unseren Kuhmütscheln was zu futtern geben. Ein bisschen Wasser und ein bisschen Gras. Als erstes werden wir mal ein bisschen Wasser holen. Da muss ich ja erstmal das Gewicht abhängen. So, ich habe ganz vergessen, den Flug zu verkaufen. Na gut, machen wir auch noch. So, wir wollen das Gewicht abhängen. Genau. So. Jetzt wollen wir den Wasserwagen. Wir hier unseren Hofbrunnen, ja, wir gleich mal auffüllen mit R. Gut. Ja, jetzt gibt's fein Habba Habba, ne? So, dann füllen wir den Wagen gleich nochmal auf. So, jetzt werden wir unseren Grasladewagen holen oder überhaupt unseren Ladewagen. So, jetzt werden wir ein bisschen Gras mähen. So, da fangen wir doch am besten hier an.
Nee. Na gut, machen wir das hier. Jetzt. Genau. So. Hier kriegt Gras an oder haben wir noch genug? Was ist das jetzt? Nö. Gras sollte eigentlich. So, schauen wir gleich nochmal. Aha, jetzt haben wir 23.300 Liter drin. Da passt noch was. Ja, wir haben jetzt erstmal die Wiese hier unten ein bisschen, das Gras wegnehmen und dann machen wir oberhalb vom Hof. Dann nehmen wir dort das Gras weg und wir werden jetzt auf jeden Fall den noch auffüllen mit Gras und den Rest werden wir zu Silage verarbeiten. Und dann werden wir auch uns langsam um unser Feld kümmern.
So. Wir haben jetzt erstmal genug. Und jetzt fangen wir an mit der Silage. Ja, ich wollte das Projekt eigentlich erst Berghuhn nennen, weil das hat auch irgendwas, aber ich dachte, mit Bergweide sind wir eigentlich am nächsten dran. Und deswegen halt Bergweide. So. Wir könnten vielleicht da drüben den Rand noch ein bisschen mit wegnehmen. Na komm rum her. So, nehmen wir hinten den Keil noch weg.
Na. Jetzt. Ja, was machen wir in der nächsten Folge? In der nächsten Folge werden wir uns dann so einen Futterwagen zulegen, denn wir müssen auch noch Stroh einstreuen. Ich werde jetzt noch ein bisschen das Silage-Silo auffüllen. Und wir werden uns auf jeden Fall in der nächsten Folge auch darum kümmern, wie wir unser Feld bestellen. Was wir da drauf sehen, wie wir das mit den Maschinen machen, werden wir am Anfang sicherlich ausleihen. Und dann könnten wir ja drüber nachdenken, vielleicht mal den ein oder anderen Auftrag schon anzunehmen. Aber das ist Zukunftsmusik. Wir laden das jetzt hier fix noch ab. Ja, dann sage ich mal, bis denne, tschüss, bye bye und macht's gut. Ciao.